Erwin Tanner, Direktor vom Päpstlichen Missionswerk Schweiz. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch heute am Nachmittag. Guten Tag, Sibyl. Ich habe gerade eine Frage am Anfang. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an das Thema Mission denkst? Da kommen mir spontan einfach Bilder in den Sinn, die ich als junger Mann präsentiert bekommen habe, kurz vor der Matura, wo wir ein bisschen Afrika durchgenommen haben. Und da ist mir aufgefallen, dass auf der einen Seite eigentlich ein stehender weißer Mann ist, mit einem Helm und quasi wie eine Uniform, hat das Gefühl, er könne Elefanten schiessen. Und auf der anderen Seite kniend ein paar schwarze Männer mit einem Federschmuck und einem Ländenschurz. Und erst im Laufe der Zeit oder im Studium habe ich gemerkt, die Mission ist doch noch ein bisschen etwas anders. Und was bedeutet Mission jetzt heute, wenn man mal die alten Bilder zurücklässt? Also ich denke, es braucht bei der Mission, heisst eigentlich, kann man sagen, es geht um das Anbieten von der Frohbotschaft Jesu Christi. Und nicht um ein Überreden, sondern quasi, das ist unsere Frohbotschaft, das ist unsere Botschaft von Gott, mit der Gottesliebe und Nächstenliebe, die möchten wir dir offerieren. Wenn du das möchtest annehmen, dann ist das an dir, wenn nicht, ist das auch an dir. Und das möchte ich, glaube ich, betonen heute. Es ist eine sanfte Mission geworden, nicht eine harte Mission. Jetzt bist du ja eben Direktor von Mission Schweiz, wo Mission quasi in seinem Namen trägt. Was macht denn das Hilfswerk Mission eigentlich? Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen? Zuerst muss ich einfach einmal etwas klarstellen. Mission Schweiz als Teil des Netzwerkes der päpstlichen Missionswerke weltweit ist kein Hilfswerk, sondern es ist ein Missionswerk. Das heisst, wir machen nicht direkte Hilfe am Menschen, sondern wir machen Hilfe zur Selbsthilfe und Weiterhilfe. Weil wir sind der Ansicht, dass die Kirchen, die Leute vor Ort am besten wissen, was die Leute dort brauchen. Und das hat zu tun mit Inkulturation, mit Wertschätzung und gegenseitiger Anerkennung der Menschen. Wohingegen ein Hilfswerk macht das in meinen Augen nicht in dem Maß, wie wir das machen. Sie gehen ihr mit Projektpartnern und sagen, so, das ist das, was wir realisieren wollen. Wir sagen, wir wollen auf die konkreten Leute dort, mit der auf die Gemeinschaft eingehen und die sollen am besten die Dienstleistungen erbringen. In der Regel sind das Projekte, die sonst bei den Hilfswerken durch den Raster fallen. Es sind kleinere Projekte, die eigentlich sagen, oh, das lohnt sich für uns gar nicht. Und wir sagen, jeder Rappen lohnt sich, wo man da investiert. Jedes Wort lohnt sich, wo man dort investiert. Du bist ja auch ein Islam-Experte und von daher hat dich die Frage an dich, ob Christen, Christinnen, Muslim, Muslima das Gleiche verstehen unter Mission. Also rein einmal objektiv, wenn das religionssoziologisch anschauen, kann man sagen, sind es eigentlich gleich. Denn beide haben das Interesse, dass man die Botschaft kann anbieten, verkünden und man will, dass man letztendlich zu unserem Glauben kommt. Als Christ nehme ich Teil an dieser Sendung, das inkulturieren und ich handle quasi als Teil vom Leib Christi an Stelle von Christi statt. Und das ist im Islam hingegen nicht. Da kann ich übermitteln, Punkt, Schluss, allenfalls noch erklären, aber mehr nicht. Mission wird ja auch immer wieder in Verbindung gebracht mit Kolonialismus oder eben mit Gewalt. Möchtest du vielleicht dazu auch noch ein paar Ausführungen machen? Also ich muss sagen, Mission per se ist nicht gewaltsam. Sondern es ist immer die Frage, was macht der Mensch daraus? Wie tut er die Botschaft an Mensch, an Mann oder an Frau bringen? Aber Mission per se ist für mich nicht gewaltgeladen. Im Gegenteil, im Christentum genau eben nicht. Jesus Christus hat immer den ersten Schritt gemacht, er ist den Menschen begegnet. Er hat sie nicht bekämpft, verurteilt. Er ist auf sie zugegangen. Er hat angefangen mit ihnen beten. Er hat angefangen mit ihnen austauschen. Und er ist mit ihnen angesessen und hat mit ihnen gegessen. Wo ist da Gewalt? Und da muss ich sagen, es ist in sich überhaupt nicht gewalttätig. Aber was nachher der Mensch daraus gemacht hat und welche Mittel und Methoden er verwendet, das ist problematisch. Richten wir den Blick wieder ein bisschen zurück auf die Schweiz. Es sind ja in den vergangenen Jahren und auch jetzt in der Gegenwart ganz viele Leute aus den Kirchen austreten. Wird durch das die Schweiz wieder zum Missionsland? Ich denke, Mission
wir gehen nochmal von dem Begriff aus, fährt ja eigentlich bei sich selber an. Und ich glaube, in der Schweiz ist ein grosser Teil von Menschen glaubt nicht mehr oder ist nicht mehr überzeugt eigentlich von einer so einer Beziehung, wie wir es kennen. Und darum treten sie auch aus verschiedenen Gründen, aber manchmal fadenscheinig aus finanziellen Gründen, aber in der Regel ist es doch so, das spricht mich nicht mehr an und dann verlassen sie es. Und heute fragen sich die Leute zu Recht, ja, stimmt denn das? Fides et ratio. Stimmt das mit dem Verstand oder nicht mehr? Und dann für viele sagen, ja, das ist ja Jenseits, kann ich nicht mehr nachvollziehen, dann gehen sie. Also insofern, glaube ich, ist die Schweiz schon zu einem Missionsland geworden, indem man den Glauben neu muss verkünden, neu an Menschen bringen. Wir haben ein anderes Wort, Neuevangelisierung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, neu die Frohbotschaft anzubieten, die Freude und das Licht vom Evangelium den Menschen nochmal anzubringen, zu sagen, du, wäre das nicht etwas auch für dich? Also insofern, glaube ich, ist es ein Gebiet geworden, wo man sagen, doch, da müssen wir wieder unseren Glauben anfangen, neu zu verkünden. Und zwar in Wort und Tat. Und wie können wir das machen? Also das alte, bewährte Rezept hat sich ja offensichtlich nicht bewährt. Zuerst einmal vom hohen Ross oben herabkommen. Zweitens, auf die Leute zuzugehen. Und sich nicht einfach als Schreibtischtäter hinter einem Pult verschanzen, sondern rausgehen zu den Menschen, ihnen begegnen und ihnen zulassen. Ich glaube, das ist im synodalen Prozess, machen das als Bischof gut. Sie hören den Leuten zu. Und das ist ganz wichtig. Aber das nachher da auch wahrnehmen und sagen, ich bin bereit, mich zu ändern, das ist wichtig. Also insofern, denke ich, muss man auf den Menschen zugehen, zulassen und das, was er sagt, ernst nehmen. Und das sind wichtige Schritte. Das sind für mich die ersten Schritte. Vielleicht ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage. Was ist deine Mission, die dich antreibt? Ich habe gespürt, dass die Freude von der Frohbotschaft ein bisschen verpufft ist. Und mir ist es ein grosses Anliegen, dass man die Freude, die Botschaft, die Jesus Christus uns gegeben hat, nämlich mit dieser Gottesliebe und Nächstesliebe, dass man das wieder den Leuten näher bringen kann. Und da möchte ich mich 100% einsetzen und darum habe ich mich auch beworben, bei den päpstlichen Missionswerken in der Schweiz zu arbeiten. Erwin Tanner, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir, Sibyl. Merci vielmals.